Es ist der 1. Oktober. Als wir wiedergekommen sind nach 2 Wochen Abwesenheit, haben wir Schäden in unserer Weidenplantage festgestellt. Von dieser Seite hat sich jemand dran gemacht und hat von den Köpfen her die Ruten angefressen, abgefressen, anscheinend, um auch an das Mark der Weide zu kommen. Es sind in dieser Reihe nur die vorderen 3 Stöcke betroffen von dem Schädiger. An- und abgefressene Ruten liegen hier auf dem Boden. Die sogenannte Energieweide auf der anderen Seite unseres Terrains ist allerdings komplett betroffen. Die übrigen Reihen verschiedener Weidensorten sind nicht angefressen oder irgendwie gestört. Unser erster Verdacht war, dass sich hier Rehe oder Hirsche betätigt haben, vielleicht mit Kopfschmerzen, weil das Salicin der Weiden ein schmerzlinderndes Mittel ist. Allerdings von der Höhe der Fraßschäden und auch der Art und Weise des heruntergedrückten Grases auf dem Weg dahin vermuten wir eher mittlerweile, dass es ein Dachs war. Der Dachs besucht uns gerne im Frühherbst, um sich an den Stöcken der Wildbienen, die hier auf dem Gelände auch ab und zu vorhanden sind, sich gütlich zu tun. Wie gehen wir jetzt mit den Schäden um? Ich werde gleich versuchen, die Ruten so abzuschneiden, dass der Kopf vielleicht noch zu retten ist. Und dann müssen wir einfach abwarten. Das ist die Natur, fressen und gefressen werden.